Ups. Na, komm. Sensorleiste verloren. So. Okay, also einerseits, aber ich kann da auch, sollte da auch hinten hochkommen, egal. Wir machen jetzt erstmal das hier, von dem ich auf jeden Fall weiß, dass wir da weiterkommen können. So. Und zwar, hier gehen wir mal rein. Na. So, sage ich ja. So, du gehst jetzt mal, du musst jetzt mal kurz nach Hause gehen. Da hinten sind ein, zwei Sachen, die wir uns gerne mal angucken wollen. Aber am interessantesten finde ich eigentlich das hier. So, genau. Nur von hier aus kommen wir nämlich ran. Haben sie perfekt. Haben sie perfekt gemanagt, dass man wirklich nur von da rankommt, ne? Diese kleinen Schlingel. So, jetzt sind wir hier. Aber ich befürchte, das ist nur das Einzige, was uns das hier bringt, ist die Möglichkeit, an diese Tür ranzukommen. Und da wir die entsprechende Waffe dafür noch nicht haben, müssen wir hier wieder raus. Die Waffe hier haben wir auch noch nicht. Also wieder zurück. Wir müssen erst den Stigorf besiegen. Nein. Nein. So traurig. So traurig. Komm ich da irgendwie anders oben hin? Nee. Muss ich wohl hier wieder hochgehen. Aber hier komme ich lang. So. Aber jetzt. Alter Schwede. Jetzt kriege ich aber gleich mal Pickel. Nochmal das Ganze. Und kommt dem entledigen wir uns kurz. Dessen eigentlich, aber egal. So, und hoch. So, es muss jetzt schaffen kommen. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann echt nicht wahr sein. Wieso schaffe ich denn das nicht? Das ist doch... Soll irgendwie gehen. Darüber. Och, ja. Ist klar. So, jetzt fleischen wir dich auch mal kurz kaputt hier. Na. So. So, gibt es noch irgendwas anderes, was wir hier machen können? Irgendeine eine andere Richtung, in die wir springen können? Nee, das ist es. Hier oben können wir noch hin, aber das ist es dann auch wirklich. Von hier oben kommen wir auch nicht da auf die Säulen. Nein, das ist das Einzige. Ich bin mir sicher. Aha. Meine Fresse. Zum Teufel noch einmal. Ist ja saudumm. So, schön nochmal. Bombe gefressen. Gebt mir alle so ein bisschen auf die Eier, ne? Aber das ist, glaube ich, auch das Ziel. So. So, nochmal hier so ein besiegen und so. Okay, das ist allem Anschein nach wieder so ein Shoso-Tempel. Hier die V-Mode. Was bist du schon wieder?
Arktischer Parasit. Ach, du bist einer von der Sorte, die da oben auf der Raumstation die ganzen Genossen gekillt haben, ja? So, ein Parasit. Also, ich sage jetzt nicht, weil ich glaube, dass Parasit ein Eigenname ist und ich nicht weiß, was ein Parasit ist, sondern nur, weil der auch irgendwie so ein bisschen ähnlich aussieht wie der große Mutterparasit. Oh. Ich habe heute aber nur Pech. Irgendwie. Komm. Mal das Ganze da hoch, da hoch. Da hoch und da hoch. Komm. Nicht getroffen, aber trotzdem kaputt gekriegt. Ist ja auch mal nicht schlecht. So. Was ist hier? Warum wird das schon wieder so dunkel? Die Hände der Statue scheinen an dieser Stelle eingefroren zu sein. Das Bassin scheint vereist zu sein. Das daran enthaltene Wasser stammt aus dem Mund der Statue. So. Gucken wir mal hier lang. Eine Shoso-Büste, die einen Schaman darstellt, verziert dieses Sperrgitter. Okay, also ich glaube, irgendwas war das mit dem hier, ne? Diese Skulptur stellt einen Schaman der Shoso dar. Achso, wir können einfach mal... Genau. Komm schon, hoch da. Na. So. Achso. Schon noch eine Bombe reinwerfen, alles klar. Alles klar. So, und jetzt können wir da rein. Aber Hallöchen. Ab mit dir, Samus. Aha. Ja, richtig. Genau. So, genau. Das ist Nummer 1 und das ist Nummer 1, 2, genau. Nummer 2, na komm, komm. 9, oh. 1, 2, 3, so. Und drüben. Schön. Dürfen wir jetzt den Shigoth bekämpfen? Was ist das? Ist das unser Beam wirklich? Oder ist das ein Visor oder sowas? Ne, das ist eigentlich unser Beam, oder? Ja. Tschüss. Tschüss, lieber Beam. Gut, den greifen wir uns zuerst vor. Mal die Zunge sohlen lassen, Kollege. Dein Atem ist ja nicht zu ertragen. Ja, erstmal viel von den Kleinen, ja? Warum hört meine Zielerfassung plötzlich irgendwann auf? So. Ja, Kollege. So, und? Und jetzt? Ah. Da kommt Mutti. Mutti, komm her, zeig her, was du so auf dem Zylinder hast. Eisgigant, dominierender Räuber in der Eiswüste von Fendrana. Der Pottwal der Eiswüste.
Beamwaffen gegen unempfindlich mit Hilfe der Kristallstruktur auf ihrem Rücken absorbieren sie Energie, die sie gegen ihre Beute einsetzen. Eisgiganten haben eine verhältnismäßig geringe Ausdauer. So erklärt sich, dass sie hyperventilieren, nachdem sie eine Atemattacke durchgeführt haben. Während dieser Reaktion lässt sich der Bereich in ihrem Mund herum verletzen. Die weiche Unterseite der Eisgiganten reagiert empfindlich auf stark hochtemperierte Feuerstöße. In kämpferischen Auseinandersetzungen geben sie Stöße und Niedertemperaturen. Niedertemperierten Gas ab, um ihre Gegner bewegungsunfähig zu machen. Außerdem haben sie eine Vorliebe dafür, körperlich unterlegene Gegner zu rammen und zu zertrampeln. So. So, ups. Na, reagierst du gar nicht so gut auf die Bomben, wie ich dachte, irgendwie. Bist du nicht bald mal tot, Oma, Kollege? Na, geht doch. So einfach ist es, ihn zu erlegen. So, dann können wir jetzt... Eisgigant. Heißt er nicht Shigoth eigentlich? Erinnert irgendwie so ein bisschen an She-Mail, der Ausdruck, ne? Shigoth. Naja, gut. Wave Beam. Ich bin so stolz. Moment. Bist du schon gescannt? Ja, große Energiekapsel, alles klar. Doch ein bisschen mehr verloren auch, ne? Das Rumgerolle vor seiner Schnauze war wohl jetzt auch nicht so... Wie mache ich das noch? Ach so, genau. Mit Plus. Okay, dann... Gehen wir hoch. Na, na, na. Komm, Dicky. Kleine Fettkugel. Unglaublich, was für eine kleine Kugel aus ihr wird, ne? Wenn man sich das mal so überlegt. So. Hiermit treffe ich nämlich immer mein Ziel. So ist das nämlich. So. Ups. Hallo. Was ist hier der? Mini Shigoth? Nee. Ist er nicht. So. Dann gehen wir mal wieder raus. Dann speichern wir draußen mal ab. Und dann mache ich auch nochmal eine Pause. Also, beende ich diese Aufnahmesession. Füßerste. Vielleicht komme ich ja nachher nochmal dazu. Nee, aber ich muss das alles noch schnell schneiden und rendern, weil ich möchte heute noch eine neue Folge Metroid veröffentlichen. Guck mal, jetzt lauern mir die Biester schon hier auf. Da. Und ich stecke hier im Wasser drin und komme nicht raus. Oh. Bist du eigentlich. Geht's dir eigentlich noch gut, sag mal? Kommst du klar? Stehst du auf dem Wasser gerade? Oder stehst du im Wasser? Ja, du kannst echt dieser Waffe nichts abgewinnen. Aber das ist mir wurscht. Wir gehen jetzt hier rein und speichern das ab. Knallhart. So, Fisch gespeichert. Und damit würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zusehen. Wir sehen uns hier beim nächsten Mal. Und bis dahin, ja, Ohren steif halten, frisch bleiben und DDGX out.